So, weiter geht's mit Endzone. Und wir haben eine Menge zu tun vor der nächsten Dürre. Und ich hoffe, dass wir sie überleben. Wir gehen mal wieder in die langsame Geschwindigkeit und lassen unsere Leute arbeiten und fummeln mal wieder an den Einstellungen hier herum. Wasser sieht jetzt erstmal gut aus. Nahrung sieht hier auch gut aus. Was mir allerdings noch ein bisschen zu bedenken gibt, ist, obwohl doch, 134 ist okay. Ja. Mein Typ muss ja auch immer hier rüber rennen und sich die Sachen jetzt holen. Das ist, ja doch, das ist okay. Das lassen wir mal so. Und in Anbetracht der Situation hier sollten wir auch direkt mal wieder, wer hat's gedacht, ein paar neue Häuser in Auftrag geben. Das machen wir mal. Unterkünfte. Und wir setzen ein paar neue Häuser. Standort attraktiv. Oh, das ist nicht gut. Hier seht ihr übrigens, hier hinten sinkt die Attraktivität. Das heißt, hier sind wir tatsächlich schon zu nah an den Produktionsgebäuden dran. Das finde ich unschön. Dann bauen wir hier oben nochmal zwei Häuser hin. Denn ich möchte halt jetzt nicht weiter weggehen hier unten. Dann wären die Laufwege so weit. Dann bauen wir die hier oben hin. So, wir haben noch 50 Holz, 8 Kohle. Aber ich würde sagen, die Köhlerei können wir erstmal ausschalten. Da können wir den People hier rausnehmen. Das kann jetzt zu Ende produziert werden. So, das machen wir aus. Und dann haben wir jetzt einen übrig. Und jetzt gucken wir mal, dass wir ihn tatsächlich, die drei hier, in die Logistiker packen, damit diese Logistiker jetzt uns hier die Zisterne voll machen. Das finde ich nämlich aus einem Grund wichtig. Wenn die hier voll ist, dann haben wir hier 1000 Wasser gespeichert und hier nochmal was. Und wir haben aktuell nur 2,7. Das finde ich noch ein bisschen wenig. Wir haben noch 2 Saisons übrig. So, dann überprüfen wir mal die anderen Jobs. Ob das jetzt, wie das jetzt hier aussieht. Werkzeuge, also Metall geht runter. Stoff. Wir können jetzt hier auf Metall wieder umschwenken. Dann würde ich sagen, bauen wir uns hier Metallwerkzeuge. Die sind ein bisschen haltbarer. Ja, sehr gut. Das heißt, hier fangen wir jetzt an, Metall zu produzieren. Das sollte also auch passen. Dann haben wir die beiden. Das sind die Sondierer. Metall und Stoff. Das sind die beiden Sachen, die wir brauchen. Der Förster produziert hier Holz. Das sollte auch passen. Ein Techniker produziert Werkzeuge. Da würde ich tatsächlich jetzt mal einen zweiten reinsetzen, denn es sieht nicht so aus, als wenn wir da sonst uns ein bisschen was aufbauen. Gibt es auch ein Krankenhaus bzw. Sanitäter? Ja, gibt es. Wir können ja mal gucken. Wir haben dafür aber echt noch nicht die Leute. Aber ich müsste echt lügen, aber ich meine, ich habe das gesehen. Ein Sanitätshaus gibt es. Eine medizinische Einrichtung. Sie kümmert sich um kranke Siedler. Das kostet unglaubliche 38 Holz, 62 Schrott. Das haben wir ja. Aber 16 Metall bzw. 20 Plastik. Das ist schon ziemlich hart, muss ich sagen. Aber es gibt es. Ja. Und als nächstes würde ich tatsächlich gerne eine Forschungsstation bauen. Aber ihr seht, für die Forschungsstation brauchen wir 12 Metallwerkzeuge und ziemlich viel Holz. Das müssen wir auf jeden Fall noch weiter ausbauen. Strahlenschutz produzieren wir aktuell ganz gut. Wie sieht es bei den Tüchern aus? 30 müssten wir vielleicht auch mal wieder nachlegen. Aber ich denke, im Moment sieht es ganz gut aus. Können wir ein bisschen näher rangehen und das sieht schon, also ist schon echt schick, wie unsere Leute hier jetzt am Buckeln sind. Und ich habe das Gefühl, dass tatsächlich die Produktivität sich erhöht hat, seitdem wir hier umgeschwenkt sind. Finde ich ganz gut. So, Füllstand 137 ist nicht ganz so viel, aber das passt schon. Wie sieht es eigentlich hier aktuell aus? Noch ganz gut. Hier hinten breitet sich langsam wieder eine kommende Dürre aus. Okay. Hier wird noch gespeichert. Er ist voll, das ist kein Problem. Die können ja hier reinspeichern. Jetzt haben wir 33 Leute. Wahnsinn. Ich hoffe, wir haben noch keine Probleme mit Leuten, mit Platz hier.
Ich schau mal die Häuser durch. Ach Gott, guck mal, wir haben noch. Hier ist noch ein Haus frei. Hier ist noch ein Haus. Da geht noch eins. Okay. Ja, wunderbar. Also Platz haben wir noch genug. Sehr schön. Okay, so wenn er fertig ist, wir haben jetzt drei Siedler, die können transportieren. Dann würde ich sagen, ein Schrottsammler. Beziehungsweise, bevor wir das machen, werden wir jetzt erstmal hier hinten ein Lager errichten. Das heißt, wir werden bei Logistik ein provisorisches Lager bauen. Jetzt ist die Frage, wo wir das hinsetzen. Hier passt es nicht rein. Wir könnten es aber hier an diese Position bauen. Wir können es da hinsetzen. Das machen wir mal. Und dann einen befestigten Weg in Zukunft bauen. Das sollte das erste sein, was wir erforschen. Dort Wege lang. Jetzt gucken wir mal. Das kostet Schrott und Holz. Das passt. Und dann können die Leute tatsächlich die Sachen, die wir hier lokal brauchen, die würde ich tatsächlich alle hier einlagern und nicht hier hinten. Dann braucht das Haushalt mal ein bisschen länger. Aber das würde ich tatsächlich alles hier hinten einlagern. Das finde ich dann ein bisschen sinnvoller. So, und wir sehen auch, Holz wird wenig. Wir sollten tatsächlich jetzt beim Förster mal 4 Leute einstellen. Und beim Schrott sieht es auch erstmal gut aus. Aber tatsächlich, Holz wird relativ wenig. Dann packen wir da nochmal ein paar mehr Leute rein. Und ja. Die Wasserstelle sieht gut aus. Wie sieht es hier mit der Nahrung aus? Auch gut. Okay, sehr gut. Im Moment läuft es ganz gut. Die Sammlerhütte hat hoffentlich auch noch Essen. Ja, genau. Und wichtig ist ja auch, wenn wir das notwendige Wasser haben, dann geht das ja weiter. Was ganz wichtig ist, wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass die Dinger hier tatsächlich kaputt gehen. Denn wenn die Bäume kaputt gehen, die Apfelbäume, dann haben wir ein Problem. Dann haben wir nämlich das Problem, dass wir, ich glaube, 3 Saisons waren es, keine Nahrung bekommen von den Apfelbäumen, weil die natürlich wieder komplett neu wachsen müssen. Und das wäre sehr ärgerlich. Das müssen wir halt auf jeden Fall, das müssen wir auf jeden Fall verhindern, dass die Apfelbäume kaputt gehen. So, er ist im Bau. Und hier sollten wir dann tatsächlich sagen, inklusive ihm hier, dass wir beim Buswrack, wenn wir hier unten aufs Inventar gehen, da sehen wir, hier wird jetzt alles eingelagert. Holz, Schrott, wir haben Bohnen auf Lager 138. Wo kriegen wir denn Bohnen her? Wahrscheinlich im Wald gefunden. Und wir sollten hier das Inventar tatsächlich beschränken, dass wir hier zum Beispiel Rohmaterial und dass wir Werkzeuge und sowas, das machen wir hier alles raus. Das soll hier alles nicht gelagert werden. Das können die bitte alles hier hinten in dem Lager machen, damit wir unsere Produktion hier in diesem Bereich erhöhen. Das wäre mir wichtig. So. Die 10 Leute sammeln immer noch nicht allzu viel Wasser. Wir haben 3000 auf Lager, 3200. Das sind hier 2000, hier 600. Hier hinten haben wir mittlerweile 280, das ist okay. Er hat knappe 120 auf Lager. Ja, das reicht bei mittlerer Bewässerung für eine halbe Saison. Würde eine knappe Saison reichen bei niedriger Bewässerung. Das ist okay. Ja. Ja, mein Gott. Also, ich denke, wir haben noch anderthalb Saisons. Ich würde sagen, wir sind gut vorbereitet auf die Dürre. Hoffen wir mal, dass wir das überleben. Wir sind ja mittlerweile 35 Leute. Wie sieht es eigentlich mit der Nahrung aus? Wir schauen mal, ob wir jetzt in den Statistiken ein bisschen was sehen. Ja, wir liegen beim Produzierten minimal. Hier geht es schon auf 1300 hoch. Ja. Also es gibt immer so einen Peak, aber in der Summe würde ich sagen, produzieren wir immer noch mehr.
Okay. Ich würde sagen, das passt. Im Moment sind wir auch bei 2800 Nahrung. 35 Leute sind wir mittlerweile. Dann können wir tatsächlich mal schauen, dass wir einen weiteren Sammler hier reinpacken. Dass wir in dieser anderthalb Saison noch mehr sammeln. Und wir könnten uns sogar überleben, dass wir noch ein paar mehr Bauern setzen. Holz ist in Arbeit. Wie sieht es überhaupt hier aus mit dem Holz? Ja, wir haben hier oben alles freigeräumt. Wir könnten mal weitermachen und hier unten freimachen. Das ist eine Möglichkeit. Wir setzen einfach mal den Fokus nach hier mitten rein. Dann sind die Laufwege kürzer. Dann machen sie erstmal den Wald hier weg. Das passt. Beim Schrott können wir das gleiche nochmal machen. Die haben gar keinen Schrott mehr auf Lager. Die müssen da ganz hinten hin. Dann würde ich sagen, wir machen das gleiche hier. 163 Schrott. Wir machen erstmal den Schrott weg, dass wir mit unseren Leuten dann hier uns weiter ausbreiten können und hier oben. Dann haben wir da auf jeden Fall Platz genug. Die Sammlerhütte sieht gut aus. Das heißt, den Wald machen wir auch nicht weg. Der bleibt. Dann sollen wir gucken, dass wir das nicht zu stark überschneiden. Dann sollten wir den noch ein bisschen wegnehmen. In die Richtung. Dass wir hier uns nicht zu viel von dem Wald, aus dem wir hier tatsächlich Essen holen, dass wir da nicht zu viel wegholzen. Okay. Dann passt das auch. Wir schauen wieder mal in die Leute rein. Aktuell kein Köhler. Au, wir haben natürlich jetzt auch keine Kohle mehr. Wir haben 4 Aktivkohlemasken in Produktion. Das brauchen die allerdings auch. Dann schmeißen wir den Köhler wieder an. Die können erstmal was produzieren. Und er wird in der nächsten Saison dann mal auf Halstücher umschwenken. Dann produzieren wir, bis die Kohle da ist, erstmal ein paar Halstücher. Davon haben wir noch genug. Stoff sieht gut aus. Haben wir hier. Metall und Stoff wird hier produziert. Haben wir beides noch auf Lager. Metallwerkzeuge sieht auch jetzt gut aus. Ja, ich würde sagen, im Moment ist unsere Siedlung stabil. Dann können wir tatsächlich das erste, wie ich finde, richtig große Bauprojekt in Auftrag geben. Und das ist für mich persönlich die Forschungsstation. Wir brauchen dafür 12 Werkzeuge und den Rest haben wir eigentlich. 24 Schrott, 64 Holz. Okay, 64 Holz haben wir noch nicht ganz. 30 ist reserviert für unser Lager. Und Standortattraktivität minus 5. Aber das können wir hier schon mal in Auftrag geben. Ihr seht, was das für ein riesiges Gebäude ist. Boah, das ist ja der Hammer. Hier, also das Ding hat eine Standortattraktivität von minus 5. Müssen wir mal gucken, wo wir das hinsetzen. Wenn wir das hier hinsetzen, dann können wir uns hier natürlich auch mit unseren Leuten nicht mehr ausbreiten. Eduardo Mota, schön für dein Abo. Vielen Dank. Ah, das ist jetzt natürlich... Puh. Das ist natürlich eine echt schwierige Situation. Wir können das jetzt hier hinsetzen. Wir haben ja alles freigemacht. Dann sind wir aber verdammt, dass wir mit den Häusern hier runtergehen. Oder wir gucken, dass wir das tatsächlich hier hinsetzen und die Straße hier wegreißen. Was mir ein bisschen Sorgen macht, ist, dass tatsächlich der Füllstand hier bei 2600 jetzt so ein bisschen festgetackert ist. Wir waren schon mal bei 3000. Das macht mir echt ein bisschen Sorgen, dass wir aktuell hier nicht weiterkommen. Wir sollten vielleicht tatsächlich mal einen Brunnen bauen, dass das hier ein bisschen schneller geht. Das macht mir tatsächlich ein bisschen Sorgen. Ich habe Angst, dass bei 35 Leuten und 17 Kindern unsere Wasserreserven für eine Dürreperiode nicht ausreichen.
Wassersilo. Könnten wir hier upgraden. Macht jetzt aber auch keinen großen Unterschied. Wasserträger, ja. Ein Boden produziert langsam Wasser, sogar während einer Dürre. Geringere Abstände zueinander mindern die Effizienz. Aber der braucht mit Sicherheit Strom. Dauerhaft. Steht ja auch da. Das heißt, dazu brauchen wir definitiv... Also es wird nichts für die nächste Zeit. Wir kommen um das Thema Technologie nicht rum. Ich denke, da sollten wir das hinstellen. Dann müssen wir aber den Schrotthaufen hier entfernen und die Straße. Oder halt tatsächlich hier unten. Hier können wir es natürlich auch hinstellen. Das geht auch. Stellen das dahin. Wir machen das dahin. Und machen das mal so als großes Dürreprojekt vielleicht. Das fände ich ganz cool, dass wir das da vielleicht hinkriegen. So, die Straße nach da. Und die nach da. So. Okay. Und die Köhlerei läuft. Ihr seht es hier, wie hier munter die Kohle produziert wird. Sehr cool. Okay. Wir haben keinen Siedler, der hier transportiert. Dann schmeißen wir hier mal einen Förster raus. Wir haben jetzt 124 Holz. Da gehen wir auf 2 zurück. Und haben wir jetzt hier Siedler und Baumeister. Wie sieht es mit Metallwerkzeugen aus? Ja, sieht auch gut aus. Kohle haben wir jetzt auch. Masken. 20 Halstücher. Ich würde sagen, wir produzieren noch ein paar Halstücher und dann schwenken wir wieder um und produzieren wieder Aktivkohlemasken. Wir haben im Vergleich wieder 2 Kohle auf Lager. Ich denke, das passt dann auch wieder. Nahrung sieht gut aus. Ah, das Wasser ist echt... Das macht mir wirklich Sorgen. Ich hoffe, dass wir noch ein bisschen jetzt speichern können. Können wir denen irgendwie eine Priorität geben? Zu Wassersilo ausbauen, das braucht Kohle. Ich sehe hier halt auch nicht die Möglichkeit, denen hier eine Priorität zuzuordnen. Wir haben ja die Arbeitskräfte, aber vielmehr auch nicht. Die verbrauchen pro Saison aktuell knapp 600 Wasser. Wenn das stimmt, dann sollte das eine Saison reichen. 600 Wasser plus er hier. Oder 600 zusammen, da bin ich mir nicht sicher. Aber das sollte dann, das sollte knapp reichen. Ich hoffe es. Mal gucken. Okay, wie viel Zeit haben wir noch? Eine knappe Saison. Ich denke mal, wir können ein bisschen schneller machen. Wir können jetzt eh nicht mehr viel tun, außer abwarten. Wann werden die nächsten Kinder erwachsen? Oh, gleich wieder so ein Schwall. Hier sind die Häuser tatsächlich voll. Ah, dann wird's langsam eng. Da warten wir jetzt aber ab. Wir haben so und so gleich 10 Wasserträger weniger, die keinen Job haben. Und dann können wir die alle in die Produktionsgebäude stecken und da erstmal massiv aufrüsten. Und das Ding hier bitte, das fände ich schon ganz gut, wenn das jetzt mal langsam mit Priorität gebaut wird. Regenfänger, wenn die Dürre um ist. Ja, das ist natürlich auch eine gute Idee. Das können wir während der Dürre bauen. Little King, das ist eine super Idee. Daran habe ich überhaupt nicht gedacht. Den Regenfänger. Ja, wir brauchen dafür 24 Flaschen. Ein Regensammler sammelt Wasser ohne Regen, ohne Einsatz von... Dann sollten wir tatsächlich... Wir brauchen hierfür Metallwerkzeuge. Dann werden wir die Metallwerkzeuge fertigstellen und dann stellen wir um. Und dann stellen wir um auf Schrottwerkzeuge und gucken, dass wir hier dann entsprechend Flaschen produzieren. Das ist eine gute Idee. Danke, Little King. Das ist eine sehr gute Idee. Das machen wir so. So, gleich ist die Dürre. Wir haben 3000 Wasser, 36 Leute.
Und ich bin am Überlegen. Ah, das. Ob wir vielleicht auch eine zweite Werkstatt bauen. So, aber jetzt sind wir erstmal beim provisorischen Lager. Er kann Schrott, Stoff, Halstücher. So, was wir machen, wir gehen hier rein und werden erstmal sagen, was er nicht lagern soll, ist alles, was mit Nahrung zu tun hat. Nahrung geht bitte weiter hier rein. Er soll bitte nichts lagern, was mit Rohmaterial zu tun hat. Das soll bitte alles da hinten reingehen. Das soll alles hier bei der Produktion bleiben. Strahlenschutz kann ruhig in beide rein, das ist kein Problem. Werkzeuge brauchen da auch nicht rein. Arznei ist auch okay, Verteidigung ist auch okay. Rohmaterial, Werkzeuge. Okay. Und die Werkzeuge wiederum, die packen wir hier mit rein. Ja. Genau. Das Einzige, was hier wiederum nicht reinkommt, ist Nahrung. Und ich würde sagen, Arzneien packen wir hier auch nicht rein. Das wird ein reines Lager für Produktion werden. Ja, Schwefel, Gummi, Metallprojektile, das ist auch alles okay. Okay, wunderbar. Ich denke, dann kriegen wir das hin. Brauchen wir dafür noch. Was für ein Job ist das? Die haben gar keinen Job. Ja, wunderbar. Das ist ein Jobloser. Das ist gut. So, 10 Kohle haben wir. Und ich würde sagen, das reicht erstmal wieder. Beziehungsweise, wir können ja auch weiter produzieren. Wir haben ja genug Leute. Die Sammler sind aktiv. Techniker. Ich würde tatsächlich eine zweite Werkstatt bauen. Das ist momentan. Wir haben genug Leute. Wir bauen eine zweite Werkstatt noch auf. Das ist, denke ich mal, auch, das ist eine gute Idee. So, einmal in Ressourcen bitte. Eine Werkstatt. Jetzt gucke ich mal, dass wir die vielleicht genau dahinter kriegen. Das passt. Wir bauen die direkt dahinter. Und dann setzen wir auch da bitte eine Straße hin. So. Und wir können eigentlich auch ein paar mehr Bauarbeiter einstellen. Wir haben ja genug im Moment. Das ist ja kein Problem. So, jetzt sind wir in der Dürre. Und jetzt hoffe ich, dass unsere 3200 Wasser ausreichen. Oh Gott. Und jetzt haben wir obdachlose Siedler. Ich hab's geahnt. Aber wir haben ja jetzt genug, mehr als genug Zeit. Also. Die 10 Wasserträger kommen hier raus. Wir machen hier 5 Baumeister. Können wir ruhig 10 machen. Förster voll. Schrottsammler voll. Köhlerei voll, bitte. Dann machen wir wieder ein paar weniger Baumeister. Techniker machen wir voll. Logistiker bleibt erstmal so. Okay. Machen wir das mal so weiter. Wir können ja eh keine Sachen bauen. Und dann werden wir mal schauen, wie es jetzt mit denen aussieht. Sammlerhütte können wir noch die 4 Leute drinnen lassen. Sehr gut. Das heißt, bitte einmal Gebäude platzieren. Unterkunft. Da können wir gleich. Das sind hier, sind es minus 2. Dann setzen wir. Ah, ich weiß nicht. Ich würde hier ungern was bauen. Wie sieht es hier aus? Hier, das Ding ist halt noch nicht fertig. Ja, wir bauen hier vorne nochmal 2 Häuser hin. Und werden bitte eine Straße bauen. Na. Einmal da lang. Und dann können wir hier die Standortattraktivität in Zukunft auch durch ein wunderschönes Blumenbeet oder eine Straßenlaterne. Oh, das finde ich ja cool. Wir bauen dort eine Straßenlaterne hin und dort.
Tja, und ansonsten würde ich sagen, pflanzen wir hier einfach ein paar Büsche hin. Was brauchen die Büsche? 10 Holz. Aber wir machen hier einfach ein paar Büsche hin. Wir produzieren ja jetzt genug Holz. So, da können die Leute erstmal bauen. Okay. 3 obdachlose Siedler. Oh, 41 und 23 Kinder. Eieieiei. Das ist ja der Wahnsinn hier. Das geht ja hier wirklich ab wie Schmidts Katze. Wir müssen wirklich auch bald über eine weitere Bewässerungsanlage nachdenken. Beziehungsweise auch natürlich den Regenfänger, denn so sieht das im Moment erstmal schwer aus, würde ich sagen. Okay, noch sieht es gut aus beim Wasser. Er ist bei Mittel. Das ist ganz wichtig. Wir müssen hier unbedingt das am Laufen halten. Essen ist noch da. Die können also noch sammeln. Okay, sehr schön. Und wir sehen jetzt, wie schnell die Häuser... Ach, guck mal, die sind schon fertig. Ist das cool. Ist das hübsch? Das ist... Also das finde ich ja cool. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. So. Echt cool. Also wirklich, wirklich toll. Dann können wir übrigens jetzt auch schon umschwenken. Wie sieht es denn jetzt mit ihm hier aus? Ah, wir haben keine Aktivkohlemasken mehr. Das heißt, wir müssen jetzt auch Aktivkohle umstellen. Wir haben 21 Halstücher. Das sieht gut aus. Und sobald wir hier genügend Metallwerkzeuge zusammen haben, wir sind jetzt hier bei 7. Eher bitte Metallwerkzeuge, ganz wichtig. Die brauchen wir hierfür. Wir sind bei 11. Hier laufen noch 2. Das ist gut. Dann kann er tatsächlich... Nee, Kommando zurück, Schrottwerkzeuge. Das reicht hier hin. Dann kannst du nämlich jetzt umstellen von Metall auf Plastik. Das brauchen wir nämlich. Benötigt Metall? Ja, das ist kein Problem. Das eine Metall reicht hierfür aus. Und dann stellst du bitte auf Schrottwerkzeuge um. Wir können uns aktuell das nicht leisten. So, sehr schön. Fachkräfte ohne Werkzeuge, kein Problem. Wir haben immer noch eine Person ohne Haus. Boah. Wie sieht es hier mit der Attraktivität aus? 9. Ja, die finden das ganz cool hier. Dann können wir da vorne tatsächlich noch 2 Häuser bauen. Ja, wir sollten das jetzt halt mit der Dürre ausnutzen. Wir können ja jetzt eh nicht mehr machen, außer bauen. Hier vorne haben wir tatsächlich Standortattraktivität immer noch 9. Wunderbar. Dann bauen wir hier direkt nochmal 3 Häuser hin. Wasser mit 2000 sieht noch gut aus, aber es wird natürlich auch jetzt verdammt wenig. Die können jetzt hier auch raus. Die, wo sind sie denn? Die Sammler haben nichts mehr zu tun. Dann setzen wir die jetzt weiter ein als Baumeister. Dann können die das hier fertig machen, beziehungsweise wir setzen jetzt hier auch mal 5 Forscher rein. Wir können ja alles jetzt voll machen, das ist ja kein Problem. Das ist ja überhaupt kein Thema. Oh, guck mal, wie schnell das jetzt alles gebaut wird. Sensationell. Er hat keinen Schrott mehr im Umkreis. Ei, das ist natürlich nur noch so ein bisschen hier. Dann bitte einmal den hier. Das sind jetzt, ja, knapp 500 Schrott. Da kann er weiterarbeiten. So, wie sieht es mit ihm aus? Er hat noch ein paar Bäumchen. Die Bäume hier müssen wir stehen lassen. Dann würde ich tatsächlich ihn auch in die Richtung schicken. Und bitte dort abholzen und aufforsten auf jeden Fall. Tja, sieht doch ganz gut aus. Dann können wir als nächstes Bauprojekt schon mal in Auftrag geben. Beim Thema Wasser bitte das Wassersilo bzw. den Regenspeicher. Da fehlen uns noch die Flaschen, aber die bauen wir natürlich. Und wo setzen wir das hin? Passt das dahin?
Nein, ein verdammtes Feld fehlt. Oh, ist das ärgerlich. Und wenn wir die Straße nach da setzen, passt auch nicht. Hat das einen negativen Einfluss? Nee. Könnten wir also nach da setzen, dann hätten wir den Vorteil, dass die Wege von denen hier oben kürzer werden. Wir setzen das dahin. Ja, das machen wir so. So. Und jetzt, ihr Lieben, ist übrigens der Moment gekommen, dass wir uns die Forschung angucken. In der YouTube-Folge mache ich eine Aufzeichnung. Ihr seht das Ganze morgen.